Boah, ich kann einfach nicht, wie schön das hier ist. Also dieses Lost-Gebäude, also dieser Lost-Place, dieses zerfallene alte Badehaus inmitten von so einem Schneegebiet mit dieser Art Licht und so und dann so ein bisschen der Hintergrundgeschichte, mag ich wirklich sehr. Das ist ganz toll. Okay, Bann. Bann hätten wir ja auch in einen der Kisten bekommen, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Eigentlich voll geil übrigens, ne? Also gerade in einen der Kisten bei dieser Mission, die mich so zu Weißloop gebracht hat. Eigentlich voll geil, wenn du so überlegst, dass du dann als Bewohner, du hast so dein cozy Haus und so, aber draußen bitterkalt und dann kannst du einfach hier ins Badehaus mit anderen abhängen. Eigentlich schön. Aber, wie wir ja schon gehört haben, es waren viele Shinra-Mitarbeiter hier. Forscher und Ingenieure und. Activating combat out of the way. Boah. Unangenehm, richtig unangenehm und peinlich war das jetzt schon wieder. Was soll schon an so einem schönen Ort passieren? It should have been me. I should have dealt with Genesis. Yeah. Then why'd you send me? To prepare you for your next fight. Have you lost it? Stop it! Someone's waiting for you, no? Angeal, don't do this. Very good, Angeal. It is time to exact vengeance for our family's suffering. Family? No! My father is dead! Fine. Then do it for your mother. My mother's shame made her take her own life! Shame? How terribly misguided. She should have been proud. Proud that she was the namesake of our experiment. Project G. Or should I say, Project Jillian? Don't say her name. Jillian, the woman implanted with Genova cells. Genesis, who had her genes mapped onto him during the fetal stage. Yes, Genesis was a failure. I'll admit it. But you, Angeal, you were actually bred inside Jillian's body. You are perfection. Zach, I am perfect. A perfect monster. My cells can absorb genetic traits and pass them along to others. A two-way conduit. Genova's power has passed on to you completely. Zach. Do you remember what I said about our enemy being all that creates suffering? Yeah, but you're not one of them. But I created my own suffering. Zach, let me show you. Stop it! You don't know what you're doing! At least one sample! Angeal!
deal! Ich bin so stark, es tut mir jetzt schon leid. Okay, bin ich doch nicht. Bring out the big guns. Is this the end? No, not if I can help it. Wie er auch die Wunde jetzt in dieser Sequenz einfach hat. Ich kann nicht mehr. Es ist so gut. Angie, Büßer. Shit. Aber es sei ihm gegönnt. Unser Mentor. Warm up's over. Is this the end? No, not if I can help it. Zack, you have my thanks. This is for you. Protect your honor. Always. Embrace your dreams. If you want to be a hero, you need to have dreams and honor. Is closer in the city above, right? Kinda scary, but the flowers might like it, maybe.
So you want to be a soldier? Hang in there. So, is everybody here now? Sir! You're all rookies, right? Sir! Yes, sir! One piece of advice. No. An order. Embrace your dreams. And, whatever happens, protect your soldier honor. Got it? Sir! We're all coming back here alive. You hear me? Let's go. Project G was Angeal's mother's experiment. I apprehended Hollander in Modeoheim and turned him over to the company. After that, the company put me on standby. That was a while ago. Shinra is in disarray. The Turks are hanging around me every day. They say our vacations overlapped coincidentally. Yeah, right. But none of them ever mention Angeal. Or Genesis. Not a whisper. Almost as if they never existed. Is that how little soldier is worth? What exactly do I have left to fight for? What is soldier honor? Suntan lotion? No. Never mind that. What is this? Are they putting me out to pasture? You could use some R&R. I'm bored. That's it. I'm calling them. Director Lazard's not in. He's been missing for a while now. It was Lazard who was funding Hollander's research. Using the company's money. Are you serious? We're interrogating Hollander, so we should learn more soon. What's wrong with them? Hmm? People, what are they all thinking? The truth lies within each person. But even truth seems suspect once it leaves their mouths. Cisne, go do something. Calling Aerith? How do you know that? Am I being watched? No, she's the one being watched. Huh? That girl is an ancient. The only one left in the world. You didn't know? She never said anything. The only one left in the world, huh? She is one of a kind. Heads up! Genesis copies! Genesis copies? Here? Activating combat mode. Ich möchte gerne jetzt was sagen, aber ich kann gerade nicht, weil ich muss hier gerade am Strand mit einem Schirm kämpfen. Crisis Core ist übrigens ein Spiel, das gerne mal überrascht. Sehr gerne mal überrascht. Aber gut, wir kämpfen oben ohne. Und Cisne, lass ja die Finger von Zack, der ist vergeben. Der Boy ist vergeben. Und wie süß der gerade Aerith anruft. Oh, warte.
Conflict resolved. These guys are still around? But Genesis. Genesis may be around too. Huh? When the soul leaves the body, it returns to the life stream. Yeah, and? A river of souls circles the planet. Perhaps Genesis's soul is also... controlling copies from the life stream? Is that what you're saying? Just a supposition. In any case, your vacation's over. Come with me. Junon is under attack by an unknown force. This is bad! Genesis copies again! They're just running wild! Activating combat mode. Okay, es geht weiter. Jetzt, da Zack das Panzerschwert schwingt, kann er im Austausch gegen FP eine Kampfhaltung einnehmen, in der er Angriffe abblocken kann. X und A, Kampfhaltung. Ach du Scheiße, das wird jetzt aber lustig. In eingenommener Kampfhaltung wird das Kommando Angriff zu Schwertwirbel ersetzt und Zack kann durch den Einsatz von Fertigkeiten mehr Schaden verursachen. Außerdem schreckt Zack bei gegnerischen Angriffen nicht zurück. Okay, Schwertwirbel in der Kampfhaltung und die, also mit X. Je öfter das Panzerschwert verwendet, desto geschickter wird er mit der Waffe. Dadurch kannst du dir viele Vorteile im Kampf verschaffen. Lass Zack also so oft wie möglich diese Kampfhaltung einnehmen und Schwertwirbelangriffe sowie Fertigkeiten ausführen. Jetzt, da Zack einen seinem Panzer erhält er den Effekt Necro Subspirit. Jedes Mal, wenn Zack einen Gegner durch Angriff oder Fertigkeiten besiegt, wird durch Necro Subspirit eine kleine Menge MP und FP wiederhergestellt. Taking you down a peg. How about this? That's enough. Nicht schlecht. Conflict resolved. Oh yeah. Hollander is in Junon now. His presence can't be a coincidence. It's not over yet, is it? We'll evacuate the residence. You work on securing Hollander. I'm securing Hollander? Don't you need me on the battlefield? Hollander has top secret information. The president says he's priority one. With Director Lazard absent, Soldier's chain of command is shaky at best. These attackers exploited that weakness. Zack, you're the only one who can move freely. You must secure Hollander. Hollander is being held at the 8th level detention center in Upper Junon. Use the emergency elevator to go up. It's at the end of this path. Zack, we need this. He's still being interrogated. He can't fall into enemy hands. Okay, I'll go. So, oh. Wir gucken gleich in die Mails. Ich sag das ja immer für diejenigen, die es nicht kennen, ne? Das hier haben wir zum Beispiel, das ist der Ort aus der Sequenz zwischen Sephiroth, Genesis und Angeal, wo die gekämpft haben. Und ich weiß nicht, ob man es von hier aus sieht. Dieser Ort hat eine sehr große, ein sehr großes Rohr. Und zwar nämlich die Sister Ray. Und die wird nochmal interessant im, im Original, würde ich jetzt sagen, Final Fantasy VII, aber wahrscheinlich dann auch im Remake. So, einfach, dass ihr vielleicht den Namen schon mal gehört habt. Okay, also. Ja. Angeal ist nicht mehr. Es war dramatisch, es war sehr emotional. Und ich muss jetzt auch mal, die Musik passt jetzt gar nicht, aber ich muss da mal kurz drüber reden. Mit der Vertonung, vor allem mit dem Weinen von Zack, das wir gehört haben, hat das nochmal ein ganz, also es kickt nochmal viel, viel krasser, als wenn du es halt nur liest. Und ich fand diese Szene, ich habe mich so gefreut auf diese Szene, wenn er in der Kirche sitzt und Aeris ihn halt versucht abzulenken und er ist halt zu ihr gegangen, ne, ist halt jetzt seine Vertrauensperson Nummer 1, denke ich. Bin mir ziemlich sicher. Und
dass sie ihn dann so umarmt, um ihn zu, irgendwie zu komforten und so. Das ist, es ist so eine verdammt süße Szene und da siehst du halt, dass die beiden, ja, man sieht halt mittlerweile, wie es so zwischen beiden läuft. Und Zack hat jetzt auch seine Zack-Haare, er hat das Panzerschwert, jetzt ist er halt vollkommen. Und was ich noch sagen wollte ist, vollkommen noch nicht, aber was ich halt, wir haben jetzt schon, jetzt können wir uns schon den Zack von jetzt, Entschuldigung, dass ich übrigens gerade total, ich muss gleich mal eine kurze Pause machen, den Zack von jetzt, wenn wir den vergleichen mit dem Zack vom Anfang, da sieht man jetzt schon eine krasse Entwicklung. Also nach diesen Kapiteln jetzt und vor allem nach der Sequenz, die wir gerade hatten mit den Soldaten, sieht man, wie er sich entwickelt hat. Und das liebe ich in Crisis Core so, dass du mit jemandem anfängst, der so ein bisschen clumsy ist und auch ein bisschen energisch und auch sehr jung, ne? Und er dann quasi mit einem zusammen, während man spielt, zu einem Mann reift und so. Und das mochte ich tatsächlich immer sehr. So, was ich jetzt mache, ist eine kleine Pause. Ich hole mir was zum Snacken und dann spielen wir jetzt gleich weiter. Auf Toilette muss ich auch nochmal. Und dann lesen wir auch die Mails. Dann sage ich mal, bis gleich auf YouTube. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ja, wohlgenährt würde ich jetzt sagen, aber so wohlgenährt bin ich jetzt auch nicht. Aber ich habe Kuchen gegessen. Das war sehr lecker. So, nützliche Tipps. Schwarzkunst bekommen wir mit Graviga und Analyse, Hochsprung, Vibertage Plus, Dunkelfeuger. Oh, okay. Okay, stimmt, das gab es ja auch noch. Dann machen wir ganz kurz das hier mal weg. Und könnten doch mal wieder Missionen machen. Zum Beispiel das hier. Komm, wir machen nur ein paar, damit wir da immer wieder was dabei haben. Damit wir da immer wieder was dabei haben. Was? Oh. Jetzt gehen wir da vorne durch. Activating Combat Mode. Achso, dann können wir das hier ja direkt mal üben, ne? Taking you down a path. Enough! So, dann sollten wir uns vielleicht auch mal heilen. Gut, das kann ich gerade nicht. Warum kann ich mich nicht heilen? Hallo? Heilen? Okay. Heilen? Okay. Da habe ich jetzt gerade irgendwas verpeilt. Weil genug Mana hatte ich eigentlich. Warte mal eben. Ach so, weil ich Stille hatte. Ja, okay. Schwarzkunst, perfekt! Heads up! This is gonna sting! Conflict resolved! Oh yeah! Gut! Und das war nur ein normaler Gegner. Die Gegner ziehen also gerade auch ordentlich an. Aber das Problem bin auch ich gerade, die natürlich dieses mit dem Schwert da unbedingt ausprobieren will. Activating Combat Mode. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das unbedingt gemacht hatte. Ja, die Gegner ziehen wirklich ordentlich an. Oh! Hallo? Hallo! Wir sind eigentlich tot. Aber es sind auch die schwereren Missionen, die wir gerade machen. Oh! Oh, wie süß! Materia Stufenanstieg. Oh mein Gott. Ja, das sind die schwereren. Ja, also, ja, scheiße. Da müssen wir eigentlich so einen Ring anziehen, damit wir das hier nicht mehr bekommen. Oder einfach vor der Fliege kämpfen.
mal, wie viel hatte die Mission denn jetzt? Oh, 6. Okay. Natürlich probieren wir dann trotzdem nochmal die andere. Ich sollte eigentlich Blitz dafür ausrüsten. Boah, schön mit den Gemeister. Aber wir müssen mehr Materia-Fusion machen, ne? Also, es wird noch alles kommen. Ich schwöre es, es wird noch alles kommen. Ich war privat auf jeden Fall viel mehr hier unterwegs. Und eventuell, es könnte auch sein, dass ich einfach hingehe. Und das, oh, das hier müssen wir eh leveln. Dass ich einfach hingehe und das privat mache. Mit der Materia-Fusion einfach nur. Wobei Seismos hätte ich gerne im Stream, weil wir damit angefangen haben. Activating Combat Mode. Oh. Alles klar. Okay, okay, ich verstehe. Oh mein Gott, du bist ganz schön schwer. Kann das? Meine Güte! Wir sind doch nicht so weit! Wir sind unbesiegbar. Das habe ich jetzt gerade beschlossen, dass wir unbesiegbar sind. Oh, wow. Dafür sind wir noch zu schwach. Aber ich glaube, wir haben Chancen. Wir haben trotzdem Chancen. So, ich habe es jetzt mal ganz kurz abgeführt. Ja, okay. FP frei bringt mir auch nicht wirklich viel. Das bringt zwar viel, aber ist irgendwie auch doof. Ich will mich nicht komplett auf unsere Limits verlassen, aber es wäre cool, wenn was kommt. Ich nehme es gerne an. Danke. Bringing out the big guns. The power of soldier. All right, here comes the big one. Unsere Animation lasse ich natürlich. Okay, die Hälfte haben wir aber schon mal. Das ist schon mal gut. Here we go. Ich habe mich noch geheilt. Ich habe es gehört. Ich habe mich noch geheilt. Ich habe es gehört. Ich schwöre, ich habe es gehört. Oh Gott.
Jetzt geht er ja richtig frei. Nee, nee, nee. Boah, ich muss so viele Ätherchen jetzt hier verbrauchen. Shit. Immer ausweichen und er macht nichts. Hammer. Ist ja stark. Was kommt jetzt? Ah, Hilfe! Ja, Genesis, komm, rette uns, Genesis, wir brauchen dich, los! Boah, die Missionen sind viel zu krass noch. Und? Boah, ja geil. Sehr geil. Jetzt mach ich dich fertig. Boah, Alter. Conflict resolved. Was? Wie viele sind denn da? Jo, natürlich! Jo, was? Das habe ich nicht gesehen! Activating Combat Mode. Nee, da gehe ich raus, glaube ich. Oh mein Gott, das ist der richtige Boss hier, Alter! Jo! Wir müssen leider, also wirklich, ich würde es abbrechen, weil wir verbrauchen so viel. Wir verbrauchen so viel. Ich breche die Mission tatsächlich das erste Mal ab. Es ist noch nicht so weit. Alter. Wie krass. Wie krass. Aber ihr seht, wie schwer die auch werden. Ne? Boah, ich hoffe echt hier, das kriege ich noch alles freigeschaltet. Lass mich mal überlegen. Genesis-Truppen 0 von 4. Endphase des Wuter. Wir machen mal ganz kurz die hier komplett, ja? Dann haben wir das auch eben. Auch im Schnelldurchgang. Und so wirklich hier mit dem Randtrick. Und da bin ich ja nicht die Einzige, die diesen geilen Randtrick kennt. Ja, ja. So. Heads up! Oh no, you don't! Take that! Wir werden irgendwann stark genug sein. Ich weiß es einfach. Ich weiß es. Kostbarkeiten sollten wir auch noch weitermachen. Ey, so viele einfach. So viele. Hinter den Kulissen auch noch. Ach du Scheiße. Dann sind die immer so weit weg. Was soll das? Aber egal. Ich habe meine Tricks, Leute. Ich habe meine Tricks. Und was für Tricks das sind, Junge. Activating Combat Mode. Und wir sind so in der Story, sind wir schon schön stark. Also wir haben jetzt nicht so wirklich Probleme. Deswegen müssen wir unbedingt weitermachen. Es hat sich alles gelohnt. Conflict resolved. Oh yeah. Moment, mein Auge. Ich habe eine Wimper im Auge, das macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. So. Ba-da-ba-ba-ba.
jeder Patte. Ja, da ist wieder voll raus, dann auf jeden Fall. Wobei, Blitzgar wollten wir ja auch leveln. Oh, wow, wow. Boah. Scheiße. Obwohl Feuerer haben. Okay, ich bin gerade maximal verwirrt, aber es ist egal. Ich glaube auch für Vitaga sind wir eigentlich, also das brauchen wir eigentlich noch nicht. Eigentlich. So, wo ist er? Let's go. Lorenkugel. Hallo? Next one. Nein! Schuppi! Ist nicht meine die gleiche gemacht? Ich mach die so kreuz und quer gerade einfach. Oh. Dunkel. So. Einfach nach links und dann geradeaus nach oben. Kiste. Schön. Einfach nach links und geradeaus nach oben. So faul zum Blocken. Unangenehm. Oh, da ist eine Kiste, die hole ich mir auch noch. Unangenehm. Oh. Oh, guck mal, wer da vorne ist. Oh, ich freue mich. Wisst ihr noch? Ah, schön. Du kleine dreckige Schweinesau. So we meet again. Activating combat mode. Also nicht wundern, bei diesen Kämpfen weiche ich jetzt selten aus, weil ich weiß, wir überleben das schon, ne? Wir haben den Tod erhalten. Vielen Dank. Und the last one. Ach, da vorne. Activating combat mode. So, da ist ein kleiner von mir. Oh. Na ja. How about this? Oh, no, you don't. Later. Hey. Conflict resolved. Oh yeah. Activating combat mode. Bring it on. Ihr könnt gerne auch mal hier meine Materia leveln, das wäre auch nicht schlecht. Oh.
Oh, sag mal, bin ich doof? So hatte ich das immer gemacht. So. Warm-up's over. The power of soldier. All right, here comes the big one. Wir hatten, glaube ich, den Wirbel gemastert, deswegen werde ich wahrscheinlich wieder auf den Sprung gehen. Oh, noch ein Diamantteil. Auch schön. So, die haben wir jetzt alle fertig. Eine Sache interessiert mich noch. Rätsel dieser Welt. Haben wir nichts Neues. Das hier stört mich, dass wir die 1 nicht haben. Das stört mich sehr. Marconite, einmal Himmel, einmal Hölle und zurück. Anonyme Hinweise. Oh, Witboost ist eigentlich ganz nice. Aber wir machen jetzt erstmal ein bisschen Story wieder weiter.